Hi Leute, gleich möchte ich dir sagen, zu welcher Erkenntnis ich durch den Film American History X gekommen bin. Und zwar, vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Film American History X. Und ich habe den vor wirklich schon längerer Zeit angeschaut, wahrscheinlich schon 10 Jahre jetzt her. Aber damals, als ich den Film angeschaut habe, gab es ja ziemlich gegen Ende, als auch diese Erkenntnis von dem kleinen Bruder kam. Also wer den Film nicht kennt, eigentlich geht der Film um ja, Neonazi-Szene in den USA und es sind zwei Brüder und der eine Bruder schreibt einen Aufsatz in der Schule und sein großer Bruder, der immer so Vorbild war, ist eben so abgedriftet in diese Szene und hat, ich glaube, drei Schwarze umgebracht und war dann im Knast und ja, so nimmt die Geschichte dann seinen Lauf und am Ende, als der Bruder wieder aus dem Knast gekommen ist, schreibt er da seinen Deutschaufsatz und kommt da selber zu dieser Erkenntnis. Und als er damals diese Erkenntnis in dem Film ausgesprochen hat, die ist mir so tief gesunken. Ich glaube, es gibt sogar ein YouTube-Video davon, von dieser Erkenntnis. Dannys Erkenntnis, glaube ich. Auf jeden Fall ist die so tief gesunken und da hat es wirklich dann Klick bei mir gemacht. Und ja, diese Worte sind so tief hängen geblieben und hat ja mein Denken, mein Handeln so nachhaltig verändert. Es ist noch mal was anderes, wenn man eine Erkenntnis verstandesmäßig nachvollzieht. Das kann jeder auf den ersten Blick, das wirst du jetzt auch können, aber es ist immer was anderes, wenn so eine Erkenntnis tief sackt und dein ganzes System diese Erkenntnis aufnimmt und du das wirklich realisierst und dir das wirklich bewusst wird, sodass du es dann auch später integrieren kannst. Und in dem Moment, wo er so diesen Satz gesagt hat, ich weiß nicht mehr, ob die Worte genauso waren, aber sinngemäß, Hass ist Ballast. Und es ist so tief bei mir gesunken damals, bis heute. Mir ist es so klar geworden, jedes Mal, wenn ich jetzt merke, dass Wut aufkommt, also du kannst mal bei dir selber schauen, wenn Wut aufkommt und das beobachten, das ist immer so der erste Schritt, dass du beobachtest, hey, jetzt kommt Wut hoch und mir wurde dann so klar, mir wurde so klar, hey, wenn ich Hass auf jemanden habe, wenn ich eine Wut auf jemanden hab, bestrafe ich mich selber komplett. Hass ist Ballast. Das ist die Ballast, die ich mit mir rumschleppe. Jeden Moment, in dem ich irgendeinen Groll hege, jeden Moment, in dem ich Wut hab auf jemanden, schleppe ich das selber mit mir rum und bestrafe mich viel mehr als den anderen. Viel, viel mehr. Der Einzige, der dabei bestraft wird, ist man selber. Man hegt dieses Gefühl in einen. Die Situation ändert es in keinster Weise. Und wenn einem das bewusst wird, und das kann dir durch Achtsamkeit eben bewusst werden, wenn du immer mehr in diese Beobachterrolle reinkommst, es ist schwer oft in diesem Moment dann bewusst zu werden. Da hilft es oft innezuhalten. Also das nächste Mal, wenn du in so einer Situation bist, du merkst, du gerätst in Wut, dann mach mal kurz Halt, mach mal einfach einen tiefen Atemzug und werd dir mal bewusst, in welcher Situation du gerade bist, dass du gerade wütend bist. Und mir selber hat es dann immer unglaublich geholfen, mir bewusst zu machen, hey, ich könnte morgen sterben, ich könnte jetzt jeden Moment sterben. Die Welt kann morgen in 5 Minuten komplett anders ausschauen.
Die Wut, die ich jetzt hege, lässt eigentlich nur mich schlecht fühlen. Nur ich fühle mich schlecht dadurch. Für den anderen verändert es gar nichts. Der mag vielleicht in manchen Fällen gar nichts mitbekommen davon, dass du wütend bist. Weil du irgendwo nur an jemanden vorbeigegangen bist und der Blick hat dir nicht gepasst, der Pulli hat dir nicht gepasst mit irgendeinem Slogan oder so und du denkst dir nur, was für einen. Und dementsprechend, er weiß vielleicht gar nichts davon. Der Einzige, der sich schlecht fühlt, bist du. Du bist dann wütend. Du schleppst die Ballast dann mit dir rum. Und das habe ich gemerkt. Das ging so in mein System ein in dem Moment. Von da an habe ich gecheckt, hey, ich schleppe das selber mit mir rum. Wenn ich wütend bin auf jemanden, es ist verschwendete Lebenszeit. Ich verschwende meine Zeit damit. Ich bin schlecht drauf. Ich könnte das Leben genießen. Ich könnte alles genießen, was hier ist. In dem Moment. Und nur weil ich schlecht drauf bin, weil ich irgendeinen Hass mit mir rumtrage, irgendeine Wut, nur deswegen kann ich den Moment hier nicht genießen. Und es verändert gleichzeitig gar nichts. Und wie gesagt, mir wurde dann einfach bewusst wirklich, hey, es könnte wirklich sein, jeden Moment, irgendein Unfall. Und dann ist die Situation völlig anders. Vielleicht stirbt der andere sogar im nächsten Moment an einem Unfall. So. Bist du dann noch wütend? Was bringt dir das? Und das ist so tief eingegangen. Es ist so ein wichtiger Schritt. Hass ist Ballast. Wut. All das, was man mit sich rumschleppt. All das, was du ständig mit dir rumschleppst. Es zieht dich ständig nur runter. Und wenn das so tief ins System sackt, dann wirst du merken, was für eine Last von deinen Schultern fällt. Natürlich ist es immer eine Herausforderung, das jeden Moment dann wieder aufrechtzuerhalten und da bewusst zu beobachten in so einem Moment. Aber da hilft es eben. Mach eine Atempause, wenn du merkst, du wirst wütend. Hey, nimm mal kurz einen Atemzug und mach dir das bewusst. Reflektier wirklich mal. Das ist so der erste Schritt, um immer mehr Bewusstheit aufzubauen. Und wenn du es wirklich auch dauerhaft aufbauen möchtest, die böse Bewusstheit, dann kannst du zum Beispiel auch in den Happy Life Kurs gehen. Den habe ich nämlich extra dafür gemacht mit den 30 Tagen, wo du dann wirklich jeden Tag von mir in die Hand genommen wirst und da diese Bewusstheit aufbauen kannst durch Übungen, einfache Atemübungen beziehungsweise andere Techniken noch, wie zum Beispiel Glocken der Achtsamkeit, wo Thich Nhat Hanh häufig verwendet. Das sind so ganz einfache Punkte. Kannst du selber mal probieren, im Alltag dir zu setzen, wo du wieder immer mehr in die Beobachterrolle reinkommst. Zum Beispiel ganz banale Situationen. Du greifst irgendwo an den Türgriff von deinem Auto. Jedes Mal, wenn du das machst, nimmst du erstmal bewusst einen Atemzug und machst dir wirklich mal bewusst wieder, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, normalerweise müsstest du vielleicht 110 Kilometer zum nächsten Einkauf laufen. So, müsstest dir da irgendwo was besorgen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ganz gemütlich innerhalb von 5 Minuten dahin zu fahren und wieder zurück. Ganz einfache Dinge, wo du immer mehr Achtsamkeit jeden Tag in deinen Alltag bringen kannst. Darum geht es, dass du das dauerhaft dann aufrechterhalten kannst. Also, wenn dich das interessiert, ist auch unten drunter verlinkt, dann schau da rein, das hilft dir da definitiv weiter, um diese Bewusstheit, diese Achtsamkeit dauerhaft aufzubauen. Ansonsten mach wirklich immer diese Übung, die ich dir gerade gezeigt habe, zum Beispiel
dann kommst du wirklich über die Dauer ganz automatisch dahin. Und das war es eigentlich, was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn dir das weitergeholfen hat, dann lass unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Ciao.